Seit 7 Jahren steht das ehemalige Dominikanerinnenkloster in Klausen leer. Lange war die Zukunft des Gebäudes ungewiss. Doch 2007 tauchte der Niederländer Peter van den Einden auf. Er verkündete in einer Gemeinderatssitzung, er habe das ehemalige Kloster gekauft, um Wohnungen für betreutes Wohnen dort einzurichten. Zudem bot der Niederländer der Gemeinde an, benachbart zum Kloster ein Gemeindehaus zu errichten. Die Gemeinde zeigte sich vorsichtig interessiert. Im August 2008 teilte der Niederländer dann mit, er wolle den Bauantrag für den Klosterumbau in 1 bis 2 Monaten einreichen. Doch von einem Bauantrag fehlt immer noch jede Spur. Van den Einden scheint stattdessen abgetaucht zu sein. Der letzte Kontakt mit Herrn Van den Einden war im August 2008. Das ist ja jetzt schon fast ein halbes Jahr. Wir haben uns zwischendurch nochmal versucht, ihn zu erreichen, aber bisher erfolglos. Und wir interpretieren das letztlich so, dass das Projekt damit vorerst gescheitert ist. Auch der TV erreichte den Niederländer zunächst nicht. Erst als er in einer Mail ankündigte, die Einschätzung des Ortsbürgermeisters zitieren zu wollen, kam eine knappe Antwort. Der Bauantrag für den Klosterumbau komme später, weil noch spezielle Maßnahmen für das betreute Wohnen getroffen werden müssten, schrieb Van den Einden. Der Bauantrag für das Gemeindehaus solle folgen. Eine Nachfrage bei den Vorbesitzern des Klosters, ebenfalls Niederländern, ergab, dass noch kein Geld für das Kloster geflossen ist. Die Frist laufe Ende Januar ab. So oder so, der Ortsbürgermeister kann gelassen bleiben. An dem Projekt Gemeindehaus will er, zur Not an anderer Stelle, festhalten. Und einen Grund für Zeitdruck sieht er nicht.